Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Video und schön, dass ihr bei der neuen Podcast-Folge dabei seid. Wir haben vor einigen Tagen wieder mal eine Fragerunde gestartet und ihr solltet mir eure Themen nennen, die euch auf der Seele brennen. Ich habe mir jetzt ein paar Fragen herausgepickt und werde diese nun beantworten. Ich hoffe, ich kann euch helfen, aber ihr wisst, man kann diese Probleme nicht pauschalisieren. Also, ich bin ja kein Hellseher, aber ich gebe mein Bestes. Wenn ich mit euch zusammen im Coaching wäre, dann sieht das wieder anders aus, weil dann sehe ich euch, ich sehe euren Hund und sehe die Gesamtsituation. Jetzt, hier aus der Ferne, versuche ich, euch ein Stück weit zu helfen. So, jetzt aber zu der ersten Frage. Indy, der Tierschutzhund. Hallo Andreas, ich habe einen 3-jährigen Rüden aus dem Tierschutz aus Rumänien. Ich wohne in der 2. Etage und wenn unten an der Straße Hunde vorbeigehen, schlägt Indy an, knurrt und bellt. Das stört mich mittlerweile, vor allem wenn es früh morgens oder spät abends ist. Kann ich ihm das abgewöhnen? Ja. Also erstmal ist ja die große Frage, wer hat es ihm angewöhnt? Wenn man etwas abgewöhnen möchte, dann sollte man sich erst einmal anschauen, wo liegt denn die Ursache des Bellens? Sieht dein Hund sich in der Verantwortung, zu Hause aufzupassen? Auf das Haus, auf die Wohnung, auf dich? Ist er einfach in der Stadt etwas reizüberflutet? Sprich, wenn er immer wieder Geräusche hört, hat er das Gefühl, dass er damit überfordert ist, wird am liebsten gucken gehen und kann das aber nicht? Also hört er ja nur bestimmte Dinge, kann sie aber nicht einordnen. Er sieht sie ja nicht. Deshalb würde ich dir die Empfehlung geben, wenn du dich mal unten mit ihm an die Straße stellst und einfach mal schaust, was macht er denn, wenn du dort unten vor dem Haus stehst und dann kommen Leute mit ihren Hunden vorbei. Bellt er dann auch? Ist er unsicher? Zeigt er ein unsicheres Verhalten? Also bellt er eher defensiv? Oder offensiv. Also defensives Bellen kannst du daran erkennen, dass er bellt. Also er geht eigentlich zurück beim Bellen. Offensives Bellen ist er geht nach vorne. Schau dir das bitte genau an und versuche zu erkennen, ob dein Hund eine gewisse Unsicherheit hat. Wenn er eine Unsicherheit hat, dann fühlt er sich schlichtweg mit der Aufgabe überfordert, auf dich oder auf die Wohnung aufzupassen. Du hast bestimmt dazu beigetragen. Ich will dich da jetzt nicht mit verurteilen. Das ist nicht meine Art. Ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass du vielleicht, wenn er am Anfang gebellt hast, einmal gesagt hast, ja, pass schön auf. Oder gesagt hast, hey, jetzt lass sein. Nein, nicht bellen. Also du hast dich mit ihm unterhalten und er hat weiter gebellt. In den meisten Fällen bellen Hunde, wenn sie es von ihren Menschen beigebracht bekommen. Ein falscher Spruch am Anfang kann eine Kettenreaktion auslösen und der Hund sieht sich dann in der Verantwortung, auf die Wohnung oder auf den Menschen aufzupassen. Gerade solche Hunde sind so Wackelkandidaten. Also ein selbstbewusster, ruhiger Hund hat es gar nicht nötig zu bellen. Wenn ich mir zum Beispiel meine 12-jährige Marie anschaue, also die ist so in ihrer Ruhe, die ist so entspannt, die braucht das einfach nicht. Die bellt nur, wenn es wirklich etwas ganz Wichtiges gibt. In ihr steckt auch ein Herdenschutzhund und deshalb sieht sie zum Beispiel abends in der Dämmerung hier auf meinem Grundstück die Aufgabe, auch aufzupassen. Das ist allerdings wieder ein anderes Bellen, als wenn ein Hund die ganze Zeit unentwegt bei jedem Geräusch anschlägt. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dich das nervt. Und wenn es dann auch noch in den Morgen- oder Abendstunden ist, dann ist es ja nicht nur nervig für dich, sondern denk auch mal an deine Nachbarn, weil die bekommen deinen Hund auch mit. Und die lieben deinen Hund vielleicht gar nicht so sehr, wie du ihn liebst. Und dann haben sie auch nicht mehr so viel Verständnis dafür, wenn er die ganze Zeit bellt. Also, schau dir erstmal an, wenn dein Hund anfängt zu bellen, welche Körpersprache hat er? Steht er wirklich aufrecht? Guckt er dich immer wieder an, wenn er bellt? Und wenn er dich anguckt, wenn er bellt, dann mach bitte Folgendes.
geh einfach mal weg. Geh mal in die Küche, geh mal in einen anderen Raum und beachte ihn nicht. Sprich ihn nicht an, fasse ihn nicht an und schau ihn nicht an. Weil jedes Mal, wenn er bellt, ich mach's dir kurz vor, wow, 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 und guck dich dann an und du sagst dann vielleicht, nein, jetzt ist aber Schluss, dann hat er den Erfolg, dass er nach da bellt, dich anguckt und von dir die Antwort bekommt, super. Weil du beschwerst dich zwar über sein Bellen, aber er bekommt die Aufmerksamkeit für sein Bellen. Also aufgepasst, bitte beachte dieses Verhalten nicht. Sei nicht streng zu ihm, sei nicht aggressiv zu ihm, sei nicht laut zu ihm, sondern versuch wirklich, dich in die Ruhe zu bringen und dann drehst du dich mal von ihm weg, gehst in einen anderen Raum, kommst wieder zurück und wenn er wieder bellt und er guckt dich dabei an, dann gehst du bitte wieder weg. Geh in den anderen Raum, lasse dich bitte nicht auf diese unausgeglichene Energie ein. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, was passiert, wenn er anfängt zu bellen und du gehst raus in den Flur? Was macht Indy dann? Bellt er weiter? Stell bitte dein Handy auf und mach mit der Kamerafunktion mal ein Video. Schau dir an, wann, wie und ob er bellt, wenn du den Raum verlässt. Hier kannst du schon erkennen, ob dein Hund bellt, weil er dich dafür braucht. Oder ob er ruhiger wird, wenn du den Raum verlässt. Vielleicht bist du ja auch der Auslöser für ihn. Vielleicht nervt es dich so sehr, dass wenn du die Geräusche auf der Straße hörst, schon Signale aussendest, die deinem Hund zeigen, und jetzt schalte ich wieder Blaulicht ein und jetzt wird gebellt und jetzt werde ich unruhig. Also verlasse bitte einfach mal die Wohnung. Jetzt lebst du in der zweiten Etage und dein Hund bekommt wahrscheinlich alles Mögliche mit. Wenn er jetzt zum Beispiel mit bestimmten Geräuschen reizüberflutet ist, dann solltest du zwischendurch einfach schon mal eine CD laufen lassen mit Musik, mit irgendwelchen Geräuschen, also eine Desensibilisierung durchführen. Das hilft auch in vielen Fällen und bewege dich mal mit deinem Hund beim Spaziergang in reizarmen und in reizüberfluteten Bereichen. Sprich, dein Hund sollte lernen, mit bestimmten Geräuschen und auch mit bestimmten hündischen Geräuschen und Lauten umzugehen. Bitte versuche, ruhig zu bleiben, wenn dein Hund bellt. Blöck ihn bloß nicht an, weil dann bellt ihr gemeinsam in der Wohnung und das ist nicht wirklich vorteilhaft. Bitte ruhig bleiben. Also, Video machen, dir anschauen, ob dein Hund dir hinterher bellt oder ob er immer noch Richtung Fenster bellt. Was macht er? Wird er ruhiger? Wird er hektischer? Hat er eine Verlustangst oder versucht er dich zu kontrollieren? Lass eine CD laufen und beweg dich frei. Und jetzt die 3-Punkte-Regel. Nicht angucken, nicht anfassen, nicht ansprechen. Ignoriere bitte deinen Hund. Sollte er wirklich überhaupt nicht aufhören zu bellen, setz dich mal auf den Boden und komm zu dir, komm in deine Mitte, komm in deine Ruhe. Atme einfach mal 5-mal tief ein, schließ die Augen und atme aus. Schau den Hund nicht an, sprich ihn nicht an, fass ihn nicht an und dann beobachte mal, was dein Hund macht. Kommt er zu dir und aus dem lauten Bellen wird irgendwann ein Buff, Buff und er bellt sich nur noch so in die Schnute rein, ne, so mit, ich sage immer so mit Schalldämpfer gebellt, dann weißt du, er bräuchte die Unterstützung von dir, auch die verbale Unterstützung, um lauter weiter zu bellen. Setzt du dich in Ruhe hin und konzentrierst dich auf deinen Atem und auf deine ruhige Energie und er wird dadurch ruhiger, dann weißt du, wie du mit ihm gemeinsam besser gegen dieses Bellen ankommen kannst, nämlich indem du dich auf deine Energie einlässt, damit dein Hund dir auch dorthin folgen kann. Gut? Beim Spaziergang tatsächlich wirklich immer wieder auch Bereiche aufsuchen, wo auch gebellt wird. Und wenn du einen Hundetrainer, sprich einen Coach an deiner Seite hast, dann besprich genau mit ihm dieses Thema und macht euch gemeinsam auf die Reise. Hier konnte ich dir jetzt nur Tipps geben.
Aber bitte nicht pauschalisieren, denn jeder Hund ist ein Individuum und jeder Hund möchte ganz eigen mit seinen Verhaltensweisen gesehen und behandelt werden. Deshalb ist das jetzt nur von mir von außen drauf geschaut. Aber vielleicht helfen dir die Tipps ja schon, um ein bisschen mehr Ruhe in euren Alltag zu bringen. Und bitte vermeide deinen Hund wirklich zu maßregeln, wenn er übermäßig bellt, weil du dich dann gemeinsam mit ihm hochschaukelst. Und ich wette, du hast mit Sicherheit gerade zu Beginn seines unerwünschten Verhaltens ganz laut mit ihm gebellt. Vielleicht hast du am Anfang gesagt, hey, hey, lass sein, jetzt ist Schluss und Platz, ab in die Ecke. Das ist lautes Bellen. Oder du hast gesagt, ja, wer ist denn da? Pass du schön auf. Ich weiß nicht, bist du ein ängstlicher Mensch oder bist du eher souverän? Vielleicht hat er auch gespürt, dass er auf dich aufpassen muss oder auf die Wohnung. Also beleuchte dich einmal und schau mal bei dir hin. Hast du eher Angst? Bist du leise? Bist du laut? Traust du dich denn überhaupt mal laut zu bellen? Und noch ganz wichtig, wie ist die Situation in deiner Wohngegend? Fühlst du dich in deiner Wohnung wohl? Wie ist die Nachbarschaft? Sind alle friedlich miteinander oder denkst du schon länger darüber nach, irgendwo anders hinzuziehen? Vielleicht ist ja Indy der Signalgeber dafür, dass du in die Veränderung gehen darfst. Das nur mal so am Rande. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und wenn dir dieses Thema oder andere Themen besonders am Herzen liegen, ja, dann klick doch bitte einfach hier unten, damit ich auch weiterhin für dich und auch andere Weggefährten da sein kann. Gut, also bestell Indy liebe Grüße von mir. Er sollte jetzt mal gucken, dass er nicht so viel bellt.